Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich denke an nichts als Zuzexe. Basim und ich könnten Sigurd retten. Aber wir brauchen ein Heer. Das glaube ich. Jetzt ist der Augenblick zuzuschlagen, bevor Fulke beschließt, dass Sigurd ihr nichts mehr nützt. Ich werde sofort gehen. Und ich werde Sigurd zurückbringen. Das verspreche ich. Gut. Ich benachrichtige umgehend unsere Verbündeten. Suche Basim auf. Er sollte inzwischen in Krawodene sein. Die Kornkammer von Westsexe. Ein Land im Überfluss. Breite deine Flügel aus. Jufvina, wieder einmal kämpfen wir Seite an Seite. Grüße aus dem Norden, alte Freundin. Wie geht es hier? Er ist noch griesgrämig wegen der Sache mit Joforviks Rat, aber auch dankbar für deine Hilfe. Ich denke, er ärgert sich, weil er das Problem nicht selbst erkannt hat. Sein Stolz heilt nur langsam. Danke, dass du meinem Ruf folgtest. Sigurd wird auch dankbar sein, dass du gekommen bist. Für deinen Bruder würde ich jeden Stein in Englerland umdrehen. Eivor, du dampfende Schüssel voller Elchpisse! König Oswald sendet beste Grüße!
Brodir, Bruder. Oder war es genau andersherum? Götter, dein Anblick lässt ein müdes Herz erblühen. Bei ihm erblüht was ganz anderes. Wir können später in Erinnerungen schwelgen. Seid ihr Irren bereit, etwas Blut zu vergießen? Nach diesem Aas Rüd könnte meine Klinge durchaus ein paar weiche Sachsen vertragen. Eivor, meine zweitliebste Nordwegerin. Können wir uns nur bei gewaltsamen Anlässen begegnen? So scheint es zu sein. Aber Freunde zu sehen, ist in diesen dunklen Zeiten immer ein Lichtblick. Optimistisch wie eh und je, Stowe. Schön, euch beide zu sehen. Ich bringe keine schönen Worte, nur meine Klinge. Mal sehen, was sich als nützlicher erweist. Ich frag mich, ob dieser sächsische Schnell wieder... Du bist nicht der Erste, der beim Wachehalten einschläft. Aber sicher der Lauteste. Ich wollte dich nicht enttäuschen, Jarl Gudrum. Es war nur ein kleines Nickerchen. Ich war so müde. Das sind wir alle, Junge. Der Weg hierher war hart. Und trotzdem enttäuschst du mich nie wieder. Verstanden? Mein Jarl, es tut mir... Du musst Eivor sein. Ich habe viel von dir gehört. Man hält große Stücke auf dich. Wir werden sehen. Ja, Gudrum, Fluch der Sachsen und Plünderer des Südens. Es ist eine Ehre, dich zu treffen. Du respektierst, wem Respekt gebührt. Gefällt mir. Ich hoffe, du kämpfst so gut, wie du redest. Eivor hofft, Sigurd aus dem Griff der wahnsinnigen Fulke zu retten, die sich in Portcaster verschanzt hat. Wenn du König von Westsexe sein willst, muss Portcaster fallen. Ein Bündnis ist im besten Interesse beider Seiten. Du versprachst ein großes Heer, aber mit dem hier könntest du nicht einmal eine kleine Mauer überwinden. Das sind nicht alle meine Kräfte. Wo ist der Rest? Deine Verbündeten sind auf dem Weg. Nur Geduld. Wir können nicht länger warten. Wir müssen sofort aufbrechen. Mit so wenigen? Bist du so erpicht darauf, nach Valhall zu kommen? Ich sitze nicht herum, während diese Hündin Sigurd gefangen hält. Wir könnten im Wald östlich von Portcaster einen Angriff planen. Aber zwischen hier und dort gibt es Speer. Um die kümmere ich mich. Zeig sie mir und ich blende Fulkes Augen. Einer befindet sich zwischen Bricklesworde und Chiscaster. Ein anderer nördlich von Crauan Leer. Ein dritter hält Wache auf den Hügeln südlich von Crauedene. Aber Vorsicht! Das sind die, von denen ich weiß. Es könnten mehr sein. Das Risiko gehen wir ein. Ich finde die Speer. Du bringst die Leute bei Portcaster in Stellung. Du setzt viel aufs Spiel, Eivor. Wenn man uns entdeckt, sind wir verwundbar. Wenn du siegen willst, dann jetzt oder nie. Jede vergeudete Stunde könnte Sigurds letzte sein. Ich hoffe, du hältst, was die Gerüchte versprechen. Fulke, diese Schlange, versteckt sich hinter Steinmauern. Aber Eivor wird sie herausschleifen. Du hast immer noch was für sie übrig. Was, Bruder? Er und Eivor? Ziel niedriger. Dann triffst du vielleicht auch.
heyrði þú Egilsveig. Hún var svo drukkin að þeysti upp. Ich muss sehen, was du siehst. Hier sollte ein Späher auf dem Hügel sein. Der Geruch von Blut liegt in der Luft. Es riecht nach Tod. Hat jemand den Späher vor mir gefunden? Von Wölfen gerissen. Mir wurde die Arbeit abgenommen. Los, Sühnen. Ein Späher wacht am Flussufer, nördlich von Krauanlea. Überblicke das Land, Freundin.
Basim ihn vermutete. Lang wird es nicht mehr dauern.